Ja, also dann hat mich auch bei der Ice Bucket Challenge erwischt. Vielen Dank, Uwe Kaspari, für die Nominierung. Ich weiß, dass die Ice Bucket Challenge mittlerweile zu einem trendigen Hype geworden ist, was ich eigentlich ziemlich schade finde, weil sehr viele machen das, ohne zu wissen, um was es geht oder überhaupt auf die Krankheit ALS aufmerksam zu machen. ALS ist eine noch nicht heilbare Krankheit, die das Nervensystem befällt, überwiegend ältere Menschen zwischen 60 und 70 Jahren, was dann am Anfang zu Lähmungserscheinungen führt. Als erstes verliert man meistens die Fähigkeit zu gehen und im Endstadium wird es auch zum Tod führen. Ja, zu meinen Nominierungen komme ich später. Zuerst einmal die Eisdusche. Petrus macht auch mit, der schickt mir Regen, aber da ist natürlich kein Eiswasser drin. Um sicher zu gehen, dass ich nicht kneife, habe ich einen Assistenten dabei. Und der Kameramann kann vielleicht noch in die Eiswanne reinfahren. Schon bei sonnigen 13 Grad im Hochsommer, Ende August. Okay, jetzt ganz schnell. Also ich nominiere einmal Michael Hibber, also Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion. Wille, du schaffst das. Ich habe es auch geschafft. Dann nominiere ich den Gesundheitsminister vom Saarland. Das ist der Andreas Storm. Lieber Andreas, ich denke mal, du als Gesundheitsminister weißt auch sehr viel über die Krankheit ALS Bescheid. Und dann nominiere ich noch etwas, was in die andere Richtung geht. Alea, der Bescheidene von Saltatio Mortis, der Frontsänger. Alea, du rockst das.